Hybrid HR, eine neue Personalfunktion für eine neue Arbeitswelt. Jedes Unternehmen hat eine Unternehmenskultur. Die Grundfrage ist dabei, ob wir als HR den Anspruch haben, Kultur zu gestalten. Kultur müssen wir dann spiegeln, die Zielsetzung von Kultur mit Blick auf das, was wir geschäftlich erreichen wollen. Wenn man einen Tischkicker hinstellt, wenn man das als Unternehmenskultur definiert, dann lebt auch dieser Tischkicker oder dieser Teil der Kultur nur dadurch, dass er benutzt wird, dass die Leute zusammenkommen. Was muss eigentlich HR für eine digitale Kompetenz aufbauen, um die Businessbereiche auch in deren Digitalisierung bestmöglich zu unterstützen? Mitarbeitenden unterstützen die Führungskraft bei bestimmten Themen und die Führungskraft sieht ihre Rolle auch darin, ihre Mitarbeitenden zu unterstützen, zu entwickeln, zu coachen und als ganzheitliche Wesen zu sehen. Weil es der Gesundheit zuträglich ist, zum einen, weil es, glaube ich, dem Unternehmen am Ende auch zuträglich ist, wenn man Führungskräfte hat, die ihre Grenzen kennen. Mein Schlüsselerkenntnis in der Session gerade, in der wir ja über Digitalisierung und Digitalisierungshemmnisse gesprochen haben, war, dass wir den Punkt, wir brauchen einheitliche und gute Daten, ganz oben in unsere Bedürfnispyramide gehängt haben. Ich glaube halt einfach, es ist heutzutage schwieriger geworden, genau das Wichtige zu kommunizieren, gerade durch das ganze Homeoffice-Thema. Man ist viel fokussierter, man hat viel mehr Meetings und es fehlt so ein bisschen auch die zwischenmenschliche Kommunikation. Es hat mir total Spaß gemacht, dass letztendlich, wenn man mal über die Themen spricht, sehr viel Gemeinsamkeit da ist, dass sehr viele Punkte ähnlich gesehen werden. Ich glaube, mitgenommen, dass man immer wieder sagt, es sind so unterschiedliche Branchen, also Bereiche, Unternehmensstrukturen, dass es hilft, einfach sich auszutauschen und dass man merkt, man ist in seinem Tunnel drin, dass es wirklich wichtig ist, rechts und links zu gucken und immer wieder auf sich zu vernetzen, dass man einfach diese neuen Eindrücke bekommt. Eigentlich das immer wieder, das Neue.